Mein heutiger Gast hat große Ideen, hat große Visionen für diese Welt und ihm ist aber klar, dass das nicht geht ohne ein gewisses Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein sieht er in den Kristallen und darum geht es heute, wie wir von den Kristallen auf eine höhere Schwingung kommen. Ich freue mich auf das Gespräch mit dem Hans-Jürgen Klausner. Herzlich willkommen bei Nuviso und ja, hallo Herr Klausner. Ja, schön, Herr Stein, dass ich wieder da bin, Schön, dass dass wir wir mal wieder Zeit haben, in Ihr Zeit Bett zu haben. steigen. Wir sind ja Ja. schon öfters hier gesessen und hatten das Vergnügen miteinander. Sie haben viele Ideen für ein neues Finanzsystem. Sie haben ein Konzept entwickelt, wie wir unsere Gesellschaft auf eine andere Basis stellen können. Der Humanweg ist Ihr großes Thema, ein buchgeldbasiertes System. Das müssen wir jetzt nicht im Detail ausführen, das haben wir in den anderen Gesprächen gemacht, aber es geht vielmehr darum, was die Voraussetzung ist, dass Menschen so ein System als Lösung anerkennen oder vielleicht auch, welche Grundschwingung man überhaupt braucht, um so ein System in die Welt hineinzubringen, ja. Genau. Es war 96, als ich das Buch veröffentlicht habe, und ich wollte unbedingt, dass die City of London, Sie wissen, wen ich meine, von meinem Buch Kenntnis bekommt. Ja? Ich hatte einen Illuminaten kennengelernt, der hat das Buch dort vorgestellt, kam zurück mit dem schönen Gruß und hat gesagt: Du weißt, dass du ein gefährliches Buch geschrieben hast. Ja? Die Zeiten, die barbarischen Zeiten, dass man Leute gleich umbringt wegen sowas, sind vorbei. Man würde mir höchstens ein günstiges, gutes Angebot machen, falls ich gefährlich werde würde. Aber sie gehen davon aus, dass sie sich dieses Geld sparen können. Warum? Weil es wird mich keiner verstehen. Das haben Sie 96 schon erfahren, ja. Ich habe dann trotzdem 10 Jahre Vorträge gehalten, bis 2005, bis ich dann eingesehen habe, es versteht mich keiner. Die hatten recht. Die haben scheinbar gewusst, wie die Masse der Menschen tickt, ja, strukturiert ist, wie sie vergiftet haben, ja, geistig. Wie Besoffene laufen wir eigentlich rum, wie Zombies, wie man so sagt. Ja. Und dann habe ich eingesehen, du kannst dein Buch mal 100 Jahre vergraben. Ja. Dann gab es aber doch einen Professor in Wien, der hat angefangen, ähnliche Geschichten zu erzählen. Banken machen Geld aus dem Nichts, ist eigentlich ein Betrugssystem. Habe ich natürlich schon in meinem Buch alles dargelegt gehabt. Habe ich gedacht, na, jetzt fange ich dann doch wieder an. Das war 2011, also ich habe nicht 100 Jahre gewartet, sondern 6 Jahre. Partei gegründet, meine 700, 800 Leute wieder aktivieren wollen. Da bin ich in Graz bei meinem Chef von meiner damaligen Organisation. Da sitzt eine Dame am Tisch, die guckt mich so schräg an und sagt: Was, du willst da wieder Vorträge halten über Humanwirtschaft, neues Geldsystem? Die Übung kannst du dir gleich wieder sparen. Ja, es hat dich damals 10 Jahre keiner verstanden, es wird dich auch jetzt keiner verstehen. Dann nimmt sie eine Flasche auf den Tisch, außer du gibst den Leuten Kristallwasser zu trinken. Interessant. Ich hatte keine Ahnung, was mich da jetzt eingeholt hat, ja, oder ob da jemand jetzt anfängt, meine Lebensversicherung zu ruinieren. Ja. Dass ich die Leute jetzt informiere, sodass sie es verstehen. Nach 2005 kam ja auch erst YouTube. Also meine Zeit war vor YouTube. Darum gibt es von mir ein einziges Video, wo ich mal 1,5 Stunden in Deutschland auch ein Video gemacht habe. Das Ende des Geldsystems oder die Apokalypse des Geldsystems kann man schauen. Da sehen Sie noch, wie ich 96 ausgeschaut habe, vor 20 Jahren. Und naja, dann habe ich überlegt, wie komme ich jetzt an dieses Kristallwasser? Ja, also wenn jemand mir sagt: Hör auf, an den Leuten was zu erklären, sie verstehen dich nicht, dann bist du als Referent gefordert, den Leuten mal die Grundlage zu liefern, dass sie dich verstehen. Und das ist das Wasser. Wenn sie dann die Fachliteratur studieren, aber mir kam dann noch etwas in den Sinn, 2007 bin ich eben nach Beatenberg gezogen, hatte eine kleine Bar und eben eine Infobar mit meinen Büchern, andere Bücher. Kommt eine Dame zu mir rein, guckt mir auch so ein bisschen schräg an, sagt: Kann man sagen, fast eine kleine Hexe. Ja. Da sagt sie: Sie, ich habe ein Buch für Sie, das müssen Sie unbedingt lesen. 2007, also bevor ich 2011 wieder mit Humanwirtschaft begonnen habe, dann bringt sie mir dieses Buch. Die Tränen der Götter, die Prophezeiung der 13 Kristallschädel. Ja, Ja. ich habe es gelesen. Ja. Nicht im Bewusstsein, wann wird das für mein Leben wichtig. Es ist halt ein Buch, liest man, ja.
Da steht drin als Quintessenz, für den Fall, dass die Menschheit den Planeten Erde zerstört, wurde vom Kosmos im Kristall bereits jede biologische Frequenz gespeichert von Pflanze, Tier und Mensch. Und heute wissen wir ja, das ganze Leben, alles was biologisch ist, basiert auf Frequenzen. Mhm. Das habe ich mal auch zur Kenntnis genommen, aber den Zusammenhang zu meiner Humanwirtschaft noch nicht gesehen. Und als mir eben diese Dame 2011, als ich in Graz war, sagt, du musst den Menschen zuerst Kristallwasser zum Trinken geben, damit sie dich verstehen, dann hat es bei mir natürlich geklickt. Und dann bin ich zu meinem Medium gegangen, das ich habe seit 30 Jahren, und habe gesagt, du Maya, wie macht man Kristallwasser? Also ich hatte eine Flasche zwar gesehen, aber das war nicht so das richtige Kristallwasser. Und dann hat sie mir gesagt, jawohl, das Kristallwasser bekommst du jetzt als kosmische Unterstützung, damit deine Leute dich verstehen, damit sie fokussiert sind, damit sie verstehen, dass sie zu deinem Team gehören, nämlich zielgerichtet werden, dass sie mutig werden, ja, dass sie eben klar im Denken sind. Und nicht wie Betrunkene. Was willst du mit einer besoffenen Mannschaft? Ja, die Welt ändern, System ändern, da lachen natürlich die anderen. Ja? Die wissen, dass wir keine Chance haben mit dieser Vergiftung von Nahrung, von Kosmetik und so weiter. Und wenn man eine Firma gründet, um eben Geld zu verdienen, die die Partei finanzieren soll, ja, braucht man ein gutes Produkt, das einen gewissen Einmaligkeits- oder Alleinstellungscharakter hat, das nicht jeder macht, das eine hohe Wertschöpfung hat. Und ich habe dann sehr schnell festgestellt, also in der Schweiz bezahlt ja für so ein Wasser jeder einen anständigen Preis. Ja? Und mit diesem Gewinn, weil früher habe ich die Organisation 10 Jahre mit Spendengeldern und Genossenschaftsbeiträgen finanziert aus meinem Buch. Das wollte ich eigentlich nicht mehr wiederholen. Das führt zu ein bisschen gefährlichen Situationen, weil man eigentlich eine Banklizenz bräuchte, um Geld zu sammeln. Mhm, ja? Mhm. Und wenn man das nicht hat, und man bekommt ja auch keine, wir bekämen sicher nie eine Banklizenz, ja? Um Geld sammeln zu dürfen, für unsere Ideen zu verwirklichen, dann brauchst du ein cleveres Produkt. Dass Genossenschaften dafür geeignet sind, das wusste ich schon von vorher. Habe wieder Genossenschaften gegründet, also die Solideo-Genossenschaft, die Life Essence Kristallprodukte GmbH dazu, weil das Medium hat mir auch gesagt, du hast in einem Immobilienprojekt, das du mal vor x Jahren gemacht hast, hast du die richtige Wasserquelle. Die liegt auf 1100 Meter, mhm. Die hat eine Lichtschwingung, die ist leer. Man muss eine Quelle haben, die nicht schon mit Haufen Mineralien, wo man sagt, ja, Mineralwasser sei gesund, das stimmt nicht. Das ist eine der vielen Lügen unseres Systems. Das belastet den Körper. Wasser muss leer sein, damit es die Funktion Lösungsmittel aufnehmen, also funktionieren kann, mhm. um eben die Gifte aufzunehmen. Wir haben ja diese Gifte sind überall Thematik, das können Sie jede Woche in einer Fachzeitschrift lesen. Wir essen, trinken, putzen und sprühen und cremen uns krank. Ja? Wir vergiften uns schleichend. Ja? Und herkömmliche Körperpflegeprodukte enthalten krankheitserregende Giftstoffe, die sich normalerweise kein Mensch freiwillig auf die Haut schmieren würde. Ja? Und wenn ich essen gehe mit meiner Freundin, die Ärztin ist und die auch ein bisschen darüber Bescheid weiß, dann sagen wir uns immer, toll, dass wir das Gegengift schon haben in dieser Flasche. Mhm. Ja? Also wir können uns zwar es leisten, diese Vergiftung über uns ergehen zu lassen, weil wir kontinuierlich die Gifte wieder rausschwemmen. Ich muss mal auf den Kristall noch mal allgemein zurückgehen. In dem Buch mit diesen Kristallschädeln, da geht es ja um diese berühmt-berüchtigten Schädel, die da eben aus Kristall sind. Ich habe diesen Mitchell Hatchells Schädel sogar einmal gesehen persönlich. Den habe ich, also der war bei einer Veranstaltung da, ich konnte ihn mir genau anschauen. Ist schon beeindruckend, so ein großer Bergkristall, wenn man das anschaut. Ich habe jetzt aber, ich weiß nicht, wie viele Dokumentationen gesehen, die sagen, das ist ja alles eine Fälschung. Das ist gar nicht so und so alt von den Mayas, sondern kommt wahrscheinlich aus Mitte des 19. Jahrhunderts, wurde da und da hergestellt. Irgendwelche Computer- oder mikroskopischen Untersuchungen haben das gezeigt, dass das also nicht das ist, was man das hält. Mal abgesehen davon. Was hat es denn mit diesen Kristallen dann auf sich? Was ist das Besondere an einem Kristall, egal ob jetzt in Form von einem Schädel? Und warum ist das so wichtig, wenn man das dann in flüssiger Form sich verabreicht? Was ist da das Grundprinzip dabei? Es ist sicher möglich, dass die Originale noch nie gesichtet wurden.
Die muss es aber geben, weil die Informationen müssen, die stimmen, die sind x-mal geprüft worden. Die Information, die ich jetzt gerade gesagt habe, Kristall, darum Schädel, das ist eine Kopie. Ja? Mhm. Kann gut eine Kopie sein und eine Story, um Geld zu verdienen. Die Menschen sind da sehr kreativ und erfinderisch. Mhm. Ja? Kann man alles stehen lassen. Ja? Aber die Information, Schädel, sprich Intelligenz. Kristall, sprich, kennen wir vom Computer, Speicher. Mhm. Ja? Also es ging nur um die Information zu uns wieder zu Gesicht zu führen. Der Kristall ist ein intelligenter Speicher für Leben, für Frequenzen. Heißt, in diesen Kristallen in Form vom Schädel jetzt eben auch sind gewisse Informationen gespeichert, die für uns in der jetzigen Zeit relevant sind. Ja. Aber wie kann man das messen? Das ist ja eine subjektive Messung, oder? Ja, wir haben heute ein Produkt da, das ich vorstellen möchte, das kann diese Frequenz übernehmen. Messen kann man sie auch, das habe ich diese russischen Weltraummediziner gefragt, wie man das misst. Das ist nämlich Radartechnik, das sind die Millimeterfrequenzen im Gigahertzbereich, also zwischen 33 und 78 Gigahertz, nennt man Lebensfrequenzen, die für den Körper gut sind. Darunter und darüber ist schlecht. Mhm. Also die 5G-Wellen sind eben daneben. Mhm. Darum sind sie nicht förderlich für das Leben. Ja? Und genau diese Frequenz in diesen Frequenzen, die mit 8 Stellen nach dem Komma ja gigantisch viele Zahlen ergeben. Ja? Und wir haben schon vor Jahren Wissenschaftler gesagt, weißt du, wenn wir auf 8 Stellen nach dem Komma die genaue Zellfrequenz eines Herzens wüssten, könnten wir das Herz im Labor künstlich herstellen. Und das ist die Information aus dem Kristall. Der Kristall liefert uns die Herzfrequenz auf 8 Stellen nach dem Komma. Wir können nur nicht die Verbindung zu einer biologischen Wiederentstehungsapparatur machen, aber die Natur selber wüsste, wie das geht. Mhm. Darum ist die Welt voll von Kristall. Das Meer würde sich nicht reinigen ohne Kristalle. Ja? Also im Meersand sind zermahlene Bergkristalle die Grundlage des Reinhaltens von Wasser, entgiften. Mhm. Ja? Und wieder biologisch informieren, dass der Fisch weiß, warum er ein Fisch ist, der so lang, so breit, so hoch und mit dieser Genetik ausgestattet ist. Das sind die Biofrequenzen über den Kristall an die gesamte Natur. Also so ein Urprogramm der Schöpfung ist da gespeichert, genau. Strukturen, in diesen kristallinen Strukturen. Ja. Ist für mich jetzt schwierig nachzuvollziehen. Ich versuche es jetzt mal ein bisschen naturwissenschaftlich aufzudröseln. Aber es gibt wahrscheinlich genügend schlaue Leute, die sich damit beschäftigt haben und dem was abgewinnen. Ja. Richtig, eben diese 8 Stellen nach dem Komma-Definition habe ich mich auch gefragt. Wie haben diese schlauen Leute das rausgefunden? Die haben einfach gesehen, es sind Trillionen Frequenzen, die unseren Körper zum Körper machen. Ja, die Fingernägel zu Fingernägel, Blut zu Blut. Mhm. Ja. Mhm. Und die ganze Natur oder Chemie, die wir seit 50 Jahren haben, die nachweislich schon über 400.000 unterschiedliche Chemikalien in unsere Nahrung und das, was ich vorher gelesen habe, Kosmetik hinein geschwemmt haben, kann man sagen, die landen alle am Schluss im Trinkwasser. Ja, wir scheiden ja immer wieder was aus. Mhm, ja? Und Gott sei Dank scheiden wir es aus, sonst wären wir nach 3 Wochen tot durch all die Gifte, die wir aufnehmen. Ja? Der Körper hat ein gutes Entgiftungsprogramm auch über die Fettzellen. Er speichert in den Fettzellen die Gifte so, dass sie für den Körper nicht mehr tangiert werden, also nicht mehr eine Funktion ausfüllen. Und ich war an Wasserkongressen und da hat ein großer Wasserversorger fast weinend am Kongress gesagt, ja, meine Lieblingsquelle aus der alten Römerzeit, schauen Sie, was die schon alles für Nitrat, Phosphor, Cadmium, Isotropurum, das sind viele Sachen, die wir vom Namen her gar nicht kennen können, eben resistente Medikamente, Hormone, sogar Flammschutzmittel. Das im Trinkwasser drin? Ja, ja. In Mengen natürlich, die vielleicht jetzt nicht gleich den Körper zusammenbrechen lassen, aber Langzeitschäden verursachen. Also schleichende Vergiftung mit dem normalen Wasser. So ist es. Ja. Und schauen Sie, Sie wollen eine Weltorganisation, also ich habe in meinen Büchern geschrieben, ich brauche 33.000 Mitarbeiter. Ja? Sollen die alle wie Betrunkene rumlaufen oder sollen die topfit sein? Ich will topfitte Leute, ja. Also hat mir der Kosmos die sogenannte Hausapotheke geliefert. Was ich heute vorstellen möchte, ist eigentlich meine interne Hausapotheke für meine Firma. Mhm. Oder für unsere Wegzentrale nennen wir es. Ja? Mhm. Mhm. Wir brauchen ja für
die Ablösung des Bankensystems, eigentlich die Gebäude können es stehen lassen, die übernehmen wir gerne, ja, aber die Bank der Zukunft heißt Verrechnungszentrale Euroweg. Als Kommunikationszentrum für Unternehmer, die dort ihre neuen Aufträge zugewiesen bekommen oder wo sie sich eben anbieten können als wir brauchen Arbeit. Und dort wird kommuniziert. Ja? Mhm. Und da soll entsprechend gesundes Wasser angeboten werden, damit die Leute das verstehen, was der Auftrag ist. Und meine Mannschaft als Wegbegleiter, wir brauchen dringend ein Führungsteam von Menschen, die diese neue Wirtschaftstheorie, schauen Sie, bis heute, man sagt, von 1 Million Menschen versteht einer das Geldsystem. Ist ja toll, ne? Aber 99,99% machen einfach mit, intuitiv. Zu sagen, wenn der eine das weiß, wie es funktioniert, dann machen wir mit. Das ist ja der Chef von der Regierung oder so, ja, vielleicht. Ja. Beim neuen System wird es nicht anders sein. Das muss nicht jeder alles verstehen, was das neue Geldsystem. Aber er muss genügend Zugang zu Leuten haben, die es verstehen. Also meine 33.000 Mitarbeiter hätte ich gerne, dass sie mein System Humanwirtschaft verstehen. Wäre sinnvoll, ja. Aber lassen Sie uns mal kurz reinschauen in den Inhalt von dieser Flasche. Sie sagen also, diese ganzen Inhaltsstoffe finden wir da nicht. Bedeutet das, dass dieses Wasser speziell gereinigt worden ist, gefiltert worden ist? Zum Eben einen nicht. Und dann, was ist da eigentlich drin außer H2O? Alles sehr gut auf den Punkt gebracht. Das Wasser darf nicht über Pumpen, nicht über maschinelle Behandlung weder spalten noch chemisch etwas rausnehmen. Es muss eine reine Quelle sein, die Lichtschwingung schon in sich trägt. Dann muss sie leer sein, das heißt kein Calcium, Magnesium oder Hydrogencarbonat ist ja das meiste, das ist Kalk in unserem Wasser. Man nennt das Mineralwasser. Ich habe kein Mineralwasser, ich habe leeres Quellwasser. Die Quelle existiert, die haben wir. Und dann ist das Wasser für den Kristall ein Speichermedium. Der Kristall selber ist der Generator und das Wasser ist dann die Speicherplatte. Und jetzt kommt's. Nur Wasser kann von unserer Zelle aufgenommen werden. Den Kristall, der hier drin ist, noch in Pulverform. Also mein Medium hat mir ein Rezept gegeben, hat gesagt, du musst das Pulver, das Kristall, pulverisieren. Sie sehen jetzt hier diese grauen Schleier, das sind 5 bis 20 μ Kristalle, ja, ja. Fein gemahlen. Wird das nicht zerstört, die Information, wenn der Kristall zermahlen wird? Der Kristall zerfällt immer in Kristallstruktur, immer hexagonal. Ja, können Sie unter dem Mikroskop anschauen. Und die Information, wie im Kleinen, so im Großen, oder wie im Großen, so im Kleinen, wird dann durch die höhere Oberfläche schneller auf das Wasser übertragen. Es gibt ja viele Hausfrauen, die tun ein paar Kristalle in ihren Krug. Verstehe, da muss ich einfach schmunzeln und sagen, ja, wenn du 100 Jahre Zeit hast zu warten, bis die Schwingung drüber ist, wie sie bei mir in 33 Tagen. Auch wir und alle diese Anlagen, die sagen, na, ich tue schnell ein bisschen Kristall auf die Wasserleitung, da unten läuft das Wasser durch in 2 Meter pro Sekunde und dann ist das Wasser, das hinten rauskommt, so wie das Kristall. Das kann nicht sein. Da haben schon Viktor Schauberger gesagt, liebe Leute, um aus Regenwasser wieder Quellwasser zu machen, muss es 33 Tage im Boden zirkulieren. Und was hat es im Boden? 30% Kristall. Ja. Das heißt, dieses Wasser durchläuft eine gewisse Reifungsphase. Das ist jetzt, ich sage es jetzt mal spöttisch, ist aber nicht so wie beim Champagner, dass man es alle 3 Tage umdrehen muss oder so, das nicht. Nein. Nein, natürlich, ja. Aber wir rühren 24 Stunden, ununterbrochen. Ah, okay, es wird schon vermischt. Ja, wir drehen, also wir lassen das Pulver in der Schwebe 33 Tage, dann lassen wir es 11 Tage absetzen. Das ist jetzt nur etwa 3 Tage abgesetzt, damit noch viel Pulver drin ist, weil die Schweizer trinken gern die intensive Version. Und für etwas, ja, Leute, man müsste ja eigentlich immer klares Wasser verkaufen für die anderen Völker oder auch wir bieten das gleiche gemischt an. Das ist so stark, es gibt Medien, die haben das gemessen, es hat so viel Bovis, über 60.000 Bovis, dass man das kaffeelöffelweise eben auch in den Kaffee, in den Tee, in andere Wässer, die dann entgiften und eben anderes Wasser höher strukturieren. Es geht immer um Strukturieren von Wasser, damit es eine Funktion hat. Und was ist der Effekt von diesem Wasser? Also wenn ich das jetzt trinke, ich meine, das ist das aus der anderen Flasche,
ich habe kristalline Einheiten hier drin, ich habe eine gewisse Schwingung drin. Was merke ich oder was kann ein Menschen spüren, was passiert mit einem, wenn man dieses Wasser trinkt? Ich habe gerade wieder ein schönes Erlebnis gehabt mit einem Freund, den ich 40 Jahre nicht getroffen habe. Ja, nach 40 Jahren bin ich in einem Hotel, treffe einen 80-jährigen Herrn. Nachdem ich gehört habe, wie sein Name, Familienname war, wusste ich seinen Vorname, seine Firma. Und er hat nur gestarrt, hat gesagt, wie weißt du das? Also ich trinke halt Kristallwasser. Ich habe noch eine so gute Erinnerung, die ist aber erst wieder gekommen, nach diesen 5 Jahren, wo ich jetzt das trinke. Ich habe ein Rückerinnerungsvermögen an Namen, an Situationen, bis in meine Kindheit, bis zum Namen meines Zahnarztes, der mir vor 60 Jahren meine Zähne ein bisschen mit Amalgam kaputt gefüllt hat, ja. Und ich weiß alles wieder, ich könnte jedem meiner 800, 900 Leute sofort den Namen sagen. Ja? Also Telefonnummern merke ich mir nicht, dafür haben wir Computer und Handy. Also ich tue meinem Geist nichts. Okay, Sie haben natürlich, das ist natürlich Ihr Baby, Sie bringen das in die Welt. Da ist klar, dass Sie da eine positive Einstellung dazu haben. Was sagen andere Leute dazu? Was ist das Feedback von Wissenschaftlern, die sich mal mit dem Thema beschäftigt haben? Sehr gut. Eine Dame hat mir mal an einem Vortrag gesagt, seit diese Flasche in meiner Küche steht, habe ich weniger Kalk in der Pfanne, obwohl ich vorher immer Kalk hatte. Ja? Also hochschwingende Energie, weil das Wasser strahlt etwa 2 Meter. Ja? Dann meine Nahrungsergänzungsmittel, die auch in der Küche rumstehen, haben plötzlich endlich die Funktion, die auf dem Etikett steht. Viele nehmen Nahrungsergänzungsmittel und das ist ein Durchlaufprodukt. Das geht so raus, wie es vielleicht oben reingekommen ist, mit einer kleinen Wirkung. Ja. Aber wenn Sie strukturierte Schwingung und Wasser in der Nähe haben, potenziert sich die sogenannte Bioverfügbarkeit von anderen Produkten. Mhm. Ja? Und strukturiertes Wasser ist kleinklastrig und ist durch das aufnahmefähig. Das heißt, zum Putzen aufnahmefähig. Es gibt Leute, die waschen die Hände nur mit strukturiertem Wasser, ja? Weil sie sagen, nur dann bin ich wirklich entgiftet. Ja? Mhm. Und diese Entgiftung ist eigentlich, ich darf ja nicht sagen, das Wasser heilt etwas, wenn Sie es geglaubt haben, ich erzähle Ihnen, wie wir dort das heilen und Krebs, und das macht das Wasser nicht. Das Wasser entgiftet Sie, so dass Ihr Immunsystem wieder die volle Funktionalität bekommt. Und Ihr Immunsystem weiß dann, ach, da habe ich eine Baustelle im Körper, die habe ich bis jetzt gar nicht gesehen. Ja? Mhm. Und strukturiertes Wasser gibt wieder den Zellen Lebensenergie, Lebenskraft, Zellspannung. Um die eigene Aufgabe zu übernehmen wieder. Die Kommunikation. Im Körper geht es immer um Kommunikation. Und dafür braucht der Körper Verbindungsleitungen, die hat er. Aber wenn die gekappt sind, weil da keine Elektronen mehr fließen, durch das Müllwasser, das überall in unseren Zellen, im Bindegewebe, sagt man, darum hängt, ich sage immer, das ist so viel Müllwasser, da kann die Zelle nur noch in Panik irgendwas machen, was eigentlich nicht körperkonform ist. Also die meisten Zellen in unserem Körper sind gefüllt mit Brackwasser eigentlich. Richtig, nicht gefüllt, rundherum. Abgestandenes und schales, vergiftetes Brackwasser, mehr so oder ist weniger. Es. Genau, ja, ja. Genau. Und dann fällt die Kommunikation im Körper in sich zusammen. Und dann macht eine Zelle irgendeinen Tumor. Ja? Ich habe hier ein Bild. Man sagt auch, dieses Brackwasser und dieses Müllwasser, das ist unser Alterungsprozess. Wir altern, weil unser Zellwasser immer schlechter wird. Es ist doch ganz klar, wir wollen alle jung bleiben, oder? Mhm. Ja, dann sorg dich mal drum, wie dein Zellwasser ausschaut. Dass wir zu 80-90% aus Wasser bestehen, das ist eine bekannte Tatsache. Das brauche ich nicht mehr wiederholen. Ja? Aber der Alterungsprozess, wenn wir dann nur noch 6%, wenn wir dann nur noch 6% gesundes Wasser haben, das ist diese Zahl da unten, der Rest ist Müllwasser. Was ist denn der schraffierte Anteil, was ist denn das? Nee, ich glaube, das sollte das gesund. Nein, wenn wir jung sind, haben wir 70% gesundes Wasser, Wasser der lebendigen Strukturbestandteile. Ah genau, ja, das sind diese Zahlen. Ja. Und das sind verschiedene Verschmutzungsarten im Gehirn, glaube ich, im Gehirn haben wir ja sehr viel Wasser, dann im Körper und im restlichen Bereich des Körpers, oder? Sind entsprechende Verschmutzungsanteile drin. Und wenn wir nur noch 14% wirklich gesundes Wasser haben, dann stirbt der Mensch. Über 60 Jahre. Ja? Und ich habe das schon mal woanders aufgeschnappt. Der Körper altert eigentlich nicht in dem Sinn, wie wir das vorstellen, dass die Zelle
weniger Kraft hat und älter wird und weniger Funktionen hat, sondern es ist das Wasser, das in uns ist, das einfach weniger Schwingung hat und dadurch, durch dieses Müllwasser, das wir im Körper haben, der Körper altert. Das heißt, ist es. Je besser und je mehr gutes Wasser wir in uns haben, desto weniger schnell werden wir alt. So ist es, genau. Ich meine, aufhalten kann man es nicht, jetzt 900 Jahre Doch. Alt werden. Das ja, schauen Sie, warum haben wir eine Wasserzuleitung und nicht zwei? Ja, weil früher war das Wasser noch gut. Heute haben wir so viel Chemikalien im Wasser. Eines meiner Parteiprogramme heißt, die zukünftige Bauverordnung heißt, es gibt ein Brauchwasser- und ein Trinkwasserzuleitungssystem. Das ist höchst wichtig jetzt für die Zukunft. Also wir finden es toll, dass die Leute nicht über 65 werden, weil die Rente ja eh nicht reicht. Ja? Also wie kriegt man die Leute sonst weg von der Rente? Ja? Das könnte ja auch Strategie sein, dass es gut ist, dass das Wasser so schlecht ist, dass alle den Schirm zumachen nach 75. Ja? Den Schirm zumachen? Ja, das ist so ein Schweizer Slangwort. Das heißt, also den Schirm zumachen, okay. Ja. Oder den Löffel abgeben. Ja, das kenne ich, aber den Schirm zu machen klingt in meinen Ohren besser. Okay. Ja. Also, wir dürfen doch 120 Jahre alt werden, wenn wir unseren göttlichen Plan noch nicht erfüllt haben. Wenn wir unseren Job erledigt haben, macht es ja keinen Sinn, da noch lang rumzuhängen. Mhm. Ja? Aber wer macht schon das, was er in seinem Leben sich vorgenommen hat? Ja? Jeder sagt, ich muss arbeiten, weil ich muss Geld verdienen, weil ich muss Rechnungen bezahlen. In einem Geld, das ich immer kämpferisch ergaunern fast schon muss. Ja? Weil auf fast menschenwürdige Art ist es fast nicht mehr zu bekommen. Mhm, ja? Wir leben ja in einer menschenunwürdigen Welt, wenn ich höre, dass eben mit $2 pro Tag schon fast 80% der Menschheit leben muss. Ja. Und das ist Strategie. Das kann man nicht anders als so gottgewollt hinnehmen. Ja. Da hat jemand dafür gesorgt, dass die kein Geld bekommen, dass die keine Kreditwürdigkeit haben. Ja. Ich nenne es ja auch so, weil wir im Westen alle eine Lebensversicherung haben, ist unsere Kreditwürdigkeit von 500.000 an aufwärts. Also sind wir schon durch die Lebensversicherung kreditwürdig. Wenn wir ganz Afrika und die dritte Welt mit Lebensversicherungen ausstaffieren würden, dann wäre denen ihre Kreditwürdigkeit bald schon auf unserem Niveau. Mhm. Ja? Und dann könnten sie anständige Schulen besuchen und, und. Ja? Dass aber wir auch nicht älter werden als so die guten 75. Man hat ja mal das Rentenalter damals vor 100 Jahren definiert, weil man wusste, dass nur ganz wenige Leute mehr älter als 65 Jahre alt werden. Ja, Durchschnittsalter war 58. Mhm. Ja, jetzt sind wir in der Zwischenzeit bei 78 oder bei 83. Eigentlich müsste das Rentenalter schon lange auf 85 Jahre erhöht werden. Ja. Der Aber Rechnung nach eben, ja. Nach dieser gleichen Analogie, dass die Rente so nicht finanzierbar ist und dass die Mehrheit bald alles Rentner sein wird, ja. Naja, geben wir denen gesundes Wasser, da werden sie noch älter. Mhm. Da brauchen wir dringend ein neues Finanzsystem, damit die sich ihre Rente selber finanzieren. Es wird im Humanwirtschaftsgeldsystem keine entsprechende Geldverteilungsrente mehr sein, sondern jeder ist auf Selbstverantwortung blankokreditwürdig und sagt, was er braucht. Ja? Also die sogenannte Versorgung mit allen lebens- und menschenwürdigen Produkten ist ja gar kein Problem, wenn man in einer Welt lebt, wo das Überangebot zum Wirtschaftsproblem geworden ist. Das sagt man nur nicht laut, oder? Schauen Sie, ich nehme gerne ein Beispiel der Geschichte vor 500 Jahren, als die Spanier die Azteken erobert haben, haben die sich gewundert, wie da eine Stadt 10-mal größer als Sevilla, das war damals mit 42.000 Einwohnern die größte Stadt Europas, da kam Cortes her, ja. Und dann kommt er nach Tenochtitlan, Aztekenhauptstadt mit 500.000 Einwohnern. Ein Achtel der Bevölkerung hat sich für die Ernährung eingesetzt. Der Rest hat Spiel und Sport und Krieg gemacht. Ja? Bei denen war Krieg eine Menschenvernichtung, also eine Geburtenregulierung und die Menschenopfer genauso. Ja? Aber ein Achtel der Bevölkerung hat 7/8 ernährt. Das können wir auch. Mhm. Ja? Wir brauchen nur das richtige Verteilersystem, sprich Geld. Strukturiertes Wasser können diese Kernspintomographengeräte können das als weißen Fleck darstellen. Die Kernspintomographie destrukturiert Wasser, Zellwasser, und eine gesunde Zelle fällt sofort zurück wieder in die Strukturierung. Also intrazellulär ist das Wasser immer strukturiert.
sonst ist keine lebende Zelle. Mhm. Aber nur das Zellwasser rundherum. Aber tote Zellen, die nicht mehr kommunizieren, wenn die eine destruktive Frequenz bekommen, bleiben die in der Destrukturierung, in dieser nicht mehr kohärenten Wasserphase. Und das sieht der Tomograph dann als weißen Fleck. Also ist es eigentlich nur eine Aufgabe, an dieser Stelle wieder strukturiertes Wasser zuzuführen. Ja? Und das kann das Wasser, Kristallwasser, ein bisschen langsam. Das wäre eine Langzeit-Soft-Therapie. Aber wir haben jetzt Geräte, wir haben nicht Kernspintomographien, wir haben solche Scan-Geräte. Und wir haben noch russische Weltraummedizingeräte, die wir jetzt gleich erwähnen. Und die kann man dahin halten und auch Wasser strukturieren. Es geht also immer um Wasser strukturieren bei unserer sogenannten Immunsystemaktivierung, damit das Immunsystem wieder selber einen Heilungsprozess einleiten kann. Haben wir schon erwähnt, wir haben zwei Wasser, also das Konzentrat, wie wir es hier auf dem Tisch stehen haben, plus die reine, die Mischung, hier die rechte Flasche, das ist dann trinkfertig, das ist eigentlich Konzentrat, was wir jetzt hier trinken, das sollte man 1:2 verdünnen. Mhm. Ja? Mhm. In der Zwischenzeit haben wir herausgefunden, dass unser Konzentrat so intensiv und stark ist, dass es auch Leitungswasser problemlos, das nicht mehr so ganz top ist, so durchgehend strukturiert, dass es eine gute, für den Körper gute Entgiftungsmöglichkeit bietet. Mhm. Ja? Mhm. Also mit Konzentrat kann man jedes Wasser hochstrukturieren, mit Lichtschwingung ausrüsten, damit es die Zellspannung und das Müllwasser aus dem Körper entsorgt. Mir kommt gerade ein Gedanke, diese Wassertechnologien oder vielmehr dieses Bewusstsein für Wasser, dass Wasser als Informationsspeicher dienen kann, das gibt es jetzt seit Masaru Emoto, der hat das mehr oder weniger, in unserer Zeit wird er populär gemacht. Also ich habe von Emoto, glaube ich, 2005 zum ersten Mal gehört, 2003, 2005 und jetzt mehr und mehr kommt bei den Wissenschaftlern auch an, dass Wasser weit mehr ist wie nur H2O, sondern dass es auch als Informationsspeicher dienen kann. Glauben Sie, dass das früher, wenn Sie dieses Wasser früher herausgebracht hätten, dass die Menschen dann überhaupt ein Bewusstsein dafür gehabt hätten, dass da Wasser mehr ist wie einfach nur nass? Ja, ich würde mal so sagen, ganz früher haben sie sicher nicht gewusst, aber da wir ja keine Wasserversorgung hatten, die Menschen haben im ursprünglichen, also sagen wir mal 2000 Jahre zurück, die alten Römer, was haben die getrunken? Regenwasser. Mhm. Ja? Quellwasser. Das war immer leeres oder Quellwasser. Ja? Da gab es noch nicht diese Verschmutzung. Jetzt ist es wichtig, dieses Bewusstsein zu haben durch diese Vergiftung der letzten 50 Jahre. Ja? Mhm. Jetzt müssen wir hinkommen und sagen, was ist gesundes Wasser oder Wasser ist nicht gleich Wasser. Ja? Ja. Dass es Speicher ist, das wissen wir. Ja? Das kann man leider immer noch nicht messen, aber dass es erst dann speicherfähig ist, wenn es leer ist, das hat man schon festgestellt und sagt, leeres Wasser ist wesentlich aufnahmefähiger, hat die bessere Lösungsmitteleigenschaft. Man sagt ja, Wasser ist in erster Linie ein Lösungsmittel, dann in zweiter Linie ein Speicher und Informationsübertrager intrazellulär, weil nur die Zelle lässt leeres Wasser in sich hinein. Mhm. Ja? Die braucht ja innen Wasser. Und dann wandelt sie sogar das leere, sagen wir mal, hochschwingende Quellwasser in Vierphasenwasser um, in sogenanntes kristallines Wasser, Zellwasser, intrazellulär. Das ist das Bild unserer Quelle mit 72 Milligramm ungefähr bei 80 Mikrosiemens. Wenig Kalk, die Härte ist bei 2,3. Wenn man das trinkt, Sie haben es gemerkt, es ist absolut weich, ganz weich. Ja, das heißt, es hat keinen Kalk drin. Die Vergleiche mit anderen Quellen, die können wir kurz überfliegen. Das Gelbe hier ist unsere Quelle. Und Sie sehen, die Hydrogenkarbon, dass dieses, was ich als Kalk bezeichne, ist bei den meisten Wässern immer die höchste Zahl. Und wenn man aber hier unten, das Nitrat ist noch eine wichtige Zahl, das sollte nicht über 5 sein. Und gesamthaft hier unten die Summe. Es gibt ein Buch, also in diesem Buch steht auch, aus Kristallfrequenzen Kristallwasser zu machen, darf im Wasser nicht mehr als 200 Milligramm andere Mineralien drin sein. Also wenn man jetzt Kristallwasser herstellen will, muss ein Wasser unter 200 Milligramm schon mit solchen Mineralien beschickt sein oder belastet sein. Ja.
Ich bin in Bad Füssing mal auf das Wasser aufmerksam geworden, weil mein Hund es nicht trinken wollte. Und dann habe ich mal gemessen, respektive ich habe im Destillierer gesehen, wie viel Rückstände das drin ist. Mit einem Wassermessgerät habe ich festgestellt, die haben ja 472 ppm Mineralien drin. Das sind in Milligramm etwa 900 Milligramm Mineralien, also ja, fünfmal mehr als überhaupt sinnvoll ist. Also es gibt wenig Städte, die über 250, 300 ppm haben. Das sind diese Messgeräte, die kann man auch bei uns kaufen. Wenn Sie hier unser Kristallwasser anschauen, das ist die Zahl 51. Also 51 zu 483. Dreimal dürfen Sie raten, welches Wasser Ihnen was nützt und welches Sie nur belastet. Das, was Sie tun können, heißt auch, lesen Sie mal diese Bücher. Sie sind nicht krank, Sie sind durstig. Es gibt viele Ärzte, die nachgewiesen haben, dass Sie mit viel Wasser trinken und eben gesundem Wasser fast jede Krankheit zum Verschwinden bringen. Also Wasser ist mal ein Heilmittel gewesen und es gibt Ärzte, die machen Kongresse und nennen das auch Wasser das Heilmittel der Zukunft. Ja. Ich meine, Dr. Batman Gelitsch ist ja auch berühmt in dieser Richtung. Ja. Ich habe das Buch selber gelesen, war Richtig. Mir vorher nicht bewusst in dieser Richtung. Ja. Es nützt aber nichts. Ich bin auch krank geworden, obwohl ich viel Wasser getrunken habe. Also es hat immer verschiedene Faktoren. Es ist kein Allheilmittel für alles. Ja. Also das in seinem Buch, ich habe es auch gelesen, definiert er nicht, welche Wasserqualität die Funktion hat, dass es als Heilmittel dient. Mhm. Ja. Und viele auch andere Ärzte gehen da noch nicht drauf ein. Die sagen jetzt einfach mal Quellwasser. Und denken, Quellwasser müsste jeder eigentlich dahinter kommen, dass es nicht viel Mineralien drin haben sollte, dass es eine hohe Lichtintensität, sprich Lebensqualität oder Lebensenergie haben sollte. Ja? Aber man kann es schwer messen. Wir können noch schnell zur Ergänzung sagen, damit diese Hausapotheke, die ich meinem Team eigentlich verordnen möchte, und zwar auch über unser Verrechnungssystem bezahlbar mache, ja, viele sagen, ja, wenn ich das in Cash zahlen muss, ist es etwas teurer. Aber wir sind ja schon auf einer Parallelwährung mit Euroweg, können damit also die Produkte in Euroweg und in Cash anbieten. Das Wasser kann man zu 50% Cash und zu 50% Euroweg bezahlen. Also in Gegenleistungsverpflichtung auf Basis des Warenkredites. Bei diesen Geräten, die wir hier einkaufen, ist es nicht ganz so leicht für uns im Moment, bis wir eben Euroweg als politisch fundiertes neues Zahlungssystem eingeführt haben. Man muss einen Scanner haben. Da gibt es jetzt aus der letzten 30-jährigen Forschung, dass der Mensch ein Bioresonanzkörper ist, dass man diese Frequenzen aufnehmen kann, magnetisch. Dafür gibt es hier, das gab es schon länger, mit einer Handsonde. Die neuesten haben noch Stirnpads, die man da an die Stirne oder an die Füße, also Stirne natürlich bei uns, klebt. Das erhöht die Präzision auf fast über 80%, 90%. Da kann man 36 Funktionen, die wir im Körper testen können, zusammen mit dem Computer. Ich habe hier ein Bild. Es sind also eine Analysemethode, die in 60 Sekunden diese 37 Körperwerte messen kann. Ja, auf drei Kommastellen ablesbar, ein schönes, umfangreiches Bild über den Zustand des Körpers liefert und eine Genauigkeit von 75-85% liefert. Natürlich liefern Laborwerte, Blutwerte noch etwas mehr. Ja. Aber ich habe jetzt über 100 Leute mal gescannt, gemessen. Ja. Also die meisten sagen, ja, das hat mein Arzt auch gesagt. Und warum ich jetzt eigentlich diese etwas Hausapotheke, also eigenverantwortliche Selbsttherapiebasis mit Scanner anbiete, ist die, wir reden ja im Geldsystem vom kommenden Crash. Ja? Also wenn das Bankkonto gesperrt ist, ist auch die Versicherung gesperrt. Und der Arzt sagt, ja, wenn niemand mehr die Versicherung bezahlt, also meine Leistung bezahlt, die Versicherung zahlt nichts, was soll ich denn dann noch meine Praxis aufhaben? Ja? Was macht dann der Mensch? Steht vor einer geschlossenen Praxis. Ja? Dann kann es hilfreich sein, wenn die Familien, und das können vielleicht auch ganze Wohnblocks sein, die sich dann zusammenschließen. Einer hat einen Scanner, ein paar Kisten Kristallwasser stehen im Keller und es kommt noch ein tolles Gerät. Dieses neueste, Milestone nennen wir es, diesen hier.
Wir haben ja vorher den Spin-Gerät gesehen, der dieses destrukturierte Zellwasser als weißen Fleck zeigt. Ja. Ich hatte eine frühere Version, die Sie können hier mal schauen, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, das übers Handy zu starten. Ja. Die ganzen Programme sind nur sechs Programme. Das Gerät macht immer automatisch Registrieren deiner Frequenz. Warum? Wo ist denn der Scanner jetzt? Ist das Der Scanner hat jetzt mir nur gesagt, was muss ich therapieren? okay, den brauche ich also vorher dazu, Ja, ich würde sagen, den braucht einer, aber das Gerät braucht fast jeder. oder? Ja, wir gehen mal zu unserem alternativen Therapeuten, der hat einen Scanner und der sagt uns, wo wir uns am besten therapieren mit dem MyStone, ja, mit diesem runden roten Kristall. Da sind auch Kristalle drin, ja, die nichts anderes machen als wie eine Stimmgabel, kommen sie an dein Blut, das Blut hat eine Frequenz, dieser Kristall nimmt die Frequenz automatisch auf wie eine in Synchronizität gehende Stimmgabel und verstärkt sie um den Faktor X. Ich weiß nicht um welchen Faktor, aber die Fachliteratur sagt, dieser Kristall saugt jetzt die Hintergrundresonanzenergie des Universums an. Wilhelm Reich hat es Orgon genannt. Ja. Viele nennen es die Tachyonenenergie. Ja. Die wird angesaugt, aber jetzt das Entscheidende ist, es muss strukturiert auf die richtige Frequenz, wie wir hier beim Kristallwasser und beim Kristallschädel gelesen oder gehört haben, auf 8 Stellen nach dem Komma präzis zu deiner Körperfrequenz passen, damit eben die Zelle mit strukturierter Frequenz wieder aktiviert wird, die Zellspannung erhöht, die Kommunikation zum Immunsystem instand stellt. Und dadurch den Heilungsprozess selbstständig aktiviert. Okay, das ist das Wirkprinzip dahinter. Ja, okay, verstehe. Ja. Ich muss da aber jetzt mal einhaken. Und zwar, es gab letztes Jahr, ich weiß nicht mehr wann, im Fernsehen ich glaube, es war das bayerische Fernsehen, hat eine Sendung gebracht über solche Resonanzgeneratoren, Resonanzscanner und so weiter. Es gibt eine Biomarktkette, die hat eine ganze Reihe von diesen Scannern aufgestellt und die haben dann einen Test gemacht, dieses Filmteam. Die sind zu den einzelnen Stationen gelaufen und haben Messungen gemacht und haben eigentlich festgestellt, dass bei jeder Messung beim gleichen Probanden unmittelbar danach unterschiedliche Messungen gekommen sind. Also der Bericht war als Summe dann mehr oder weniger es war eine Zusammenfassung von vielen Geräten, die eigentlich nur Mist gemessen haben. Ja, kennt man ja, wer viel misst, misst, misst. Ja, so. Inwieweit sind diese Messungen denn jetzt wirklich aussagekräftig? Inwieweit kann man denn da sagen, da gibt es wirklich valide Studien drüber, dass sich da aufgrund der verschiedenen Ergebnisse dann auch eine Therapie ableiten lässt, die etwas bringt? Ja? Also inwieweit haben Sie das getestet? Wie selber, ich meine, Sie haben es natürlich, Sie wollen das in die Welt hinaustragen, Sie vertrauen dem Ganzen, aber inwieweit haben Dritte das in die Hand genommen und gesagt, ja, der Herr Klausner hat da wirklich eine gute Sache in der Also Hand? von Ja? den vielen Geräten, die schon bei Kunden sind, die Kunden sind meistens intelligenter noch oder belesener als ich selber. Die haben Zeit zu recherchieren, die gehen im Internet, die schauen dieses Video an. Ich habe hier einen Spezialisten, der mir folgende gute Information zu diesem Thema gegeben hat, gesagt, weißt du, dieses Gerät aktiviert deine Zellschwingungen so mit einer elektromagnetischen Welle, die klingt 2 Stunden nach. Und du darfst nicht innerhalb von 2 Stunden mit dem Gerät was machen oder mit deinem Körper nochmals messen. Du hast dann ein Chaos, weil du immer noch in der gleichen Schwingung wie zuerst bist. Das heißt, 2 Stunden bist du eigentlich nicht mehr messbar. Ah, okay, das könnte natürlich dann einer der Gründe sein, warum bei dem Kommt ein Beitrag Schrott raus, ja. nichts passiert ist oder da jedes Mal was anderes rauskam. So ist Ich es. meine, die Intention von diesem Beitrag war natürlich auch, auf alles Esoterische draufzuhauen. Ganz Das war genau. natürlich auch, ist Genau. schon klar. Das beobachten wir ja immer. Aber nichtsdestotrotz suchen natürlich Leute nach authentischen Informationen, die auch wirklich von einem hohen ethischen Bewusstsein herkommen, die neutral an die Sache rangehen. Ja. Ja. Ich habe auch die Patentschriften mal gelesen von diesen Geräten, die sind patentiert von Oberon. Dort steht auch, dass das Ergebnis wir zwei beeinflussen. Das heißt, der Computer hat einen Einfluss, der Therapeut und der Proband.
Und wenn noch der Hund hier liegt, hat auch der noch einen Einfluss. Und wenn diese Umgebung ständig ändert, ich renne da woanders hin und messe mich, aber es ist ein anderer Therapeut, ein anderer Computer, muss ich was anderes messen. Das hat aber im Fernsehen keiner gesagt. Das steht aber in der Klar. Patentschrift dieses Gerätes. Klar, es gibt natürlich auch die quantenmechanischen Effekte, dass allein die Intention desjenigen, der es durchführt, schon einen Einfluss aufs Ergebnis So hat. ist Das ist ja es. auch klar, das wissen wir heutzutage auch. Ja. Mir geht es nur darum, wie kann man es halt als Laie irgendwie greifbar machen. Darum ging es mir Genau, eigentlich. Ja. ja. Also ich vertraue diesem Gerät absolut. Jetzt, seit wir eben diese drei Sonden haben, also die zwei Stirnpads, die haben die Genauigkeit erhöht. Wir haben eine ganz neue Version von Software, die 475. Und wir können die Intensität auch einstellen auf 5 Stufen, genau, ja. Also hohe Intensität, mittlere. Und wissen Sie, mir genügt das, wenn meine Probanden sagen, das hat der Arzt auch gesagt. Das ist ein Vertrauen. Ja? Also wenn schon mal die Grundaussagen von diesem Gerät mit dem Arzt übereinstimmen, ja, was will ich jetzt da noch groß das in Frage stellen? Ja? Dann bin ich doch froh, ich muss nicht zum Arzt rennen, um dass der mir das sagt, was das Gerät mir in 5 Minuten sagt. Nein, in 60 Sekunden, Entschuldigung. Aber bis ich da angeschlossen bin beim Arzt oder bei meinem Therapeut, da brauche ich eine halbe Stunde. Dann lasse ich mir natürlich noch die Analyse erklären. Da sind wir dann schon eine Stunde. Dann kostet es natürlich mal 100 Euro oder sowas. Ja. Und der Therapeut muss nicht zum Labor rennen, muss nicht große Zeit dem Kunden sagen, ja, kommst dann in einer Woche wieder, dann habe ich das Ergebnis. Ich weiß sofort, was ich habe. Beim Milestone, den wir jetzt neu haben, das ist das Finde ich erste. übrigens toll, den Titel. Bitte? Den Meilenstein finde ich toll, ja. Gell? Milestone, Ja, ist meine persönliche Zellfrequenzaktivierungselektronik, kann man sagen, oder eben mein Kristall. Handy hat jeder. Durch das, dass ich keine Kabelverbindung mehr habe, ich habe bewusst die früheren Geräte, die die Russen gemacht haben, die wir auch immer aus Russland bekommen haben, die nicht so ganz unserem Qualitätsstandard entsprochen haben, ja. Ich als Schweizer möchte halt Top-Qualität haben, hab den Leuten gesagt, könnt ihr nicht aus den 5 verschiedenen Frequenzsteinen, Sie sehen da ganz oben und ganz unten, die Farben sind die Farben der Kristalle, die Eindringtiefe sehen Sie hier noch mit 0,8 mm da rechts da. Und da habe ich gesagt, könnt ihr nicht alle in einen packen, dann haben die das gemacht, der nennt sich eben jetzt der Milestone, der gelbe hier. Sie sehen von 30 Gigahertz bis 80 Gigahertz und die Eindringtiefe um Millimeter erhöht, das genügt. Das geht ja nachher über die ganzen Zellwasserinformationskanäle und vor allem wasserdicht. Wir haben jetzt Kunden in arabischen Ländern oder ich hatte einen Kunden in Paraguay, da ist es 30 Grad im Schatten, oder? Das Gerät hat 24 Stunden funktioniert, dann war es tot. Ja? Also solche Sachen in Europa können Sie das vielleicht eine Zeit lang verkaufen, aber wir brauchen tropentaugliche Geräte. Ja? Und das haben die Deutschen jetzt selber gemacht mit russischer Weltraummedizin. Es gibt ein paar deutsche Wissenschaftler, die Russisch sprechen. Das war ja der Vorteil der DDR, die auch in den russischen Labors gelernt, studiert und Doktortitel bekommen haben über diese Technik. Das ist der Hersteller von mir im Norden von Berlin. Und wir dürfen das jetzt vertreiben über die Schweiz, Deutschland und Österreich. Und ich bin eigentlich glücklich, dass er gleich. Ich bin zu ihm mit dem Pflichtenheft gekommen und hat mir gleich fertige Produkte auf den Tisch gelegt. Er hat gesagt, Sie sind der Erste, der das bekommt. Wir haben schon gemerkt, es muss in die Richtung gehen. Kabellos, Kabel und die Löcher da in diesen Kristallen, die sind wasserempfindlich, die Stecker sind wasserempfindlich. Ich kenne die Steckerbranche von früher. Das ist immer die kritische Schnittstelle und es ist nichts ärgerlicher als ein Top-Gerät, wenn er Wackelkontakt hast. Außerdem scheint es mit einer App gesteuert zu sein. Das ist ja heutzutage auch immer hip. Ja, und jetzt sagen viele, ja, ich will doch nichts mit Handy zu tun haben. Ich habe hier nichts anderes als die Informationen, ja. Also die Bedienungsanleitung, gerade im Handy, brauche ich nicht wieder Papier mitschleppen. Dann ist das nur die Aktivierung und das Lustige ist, zum Verbinden hier tippen und dann schütteln. Und dann aktiviert es über Schütteln. Auch kontaktlos. Ja, ich wäre selber gar nicht auf die Idee gekommen, dass man mit einem Schütteln eines Produktes die Verbindung zu Bluetooth herstellen kann. Und jetzt ist eigentlich, wenn ich das starte, das nur noch meine Zeituhr, da läuft nur noch der Wecker
Er zeigt mir auch wunderschön die Ladekapazität an. Es ist hier eine Batterie drin, die kann ich auf einen Pad, auf ein Wireless-losen, Induktionsladegerät halten. 10 Minuten ist er wieder geladen, hält dann etwa 50 Therapien, 10 Minuten gut durch. Und das Handy macht jetzt gar nichts mit dem. Dieses Gerät ist eben eine kosmische Energiesaugmaschine. Eine Therapeutin, eine kosmische Energiesaugmaschine, das muss ich mir aufschreiben. Ist mir auch erst jetzt eingefallen. Eine Schülerin oder eine Kursteilnehmerin hat mal gesagt, Herr Klausner, das ist genial, das ist ja wie mein persönlicher Handaufleger. Was ist ein Handaufleger? Ein Mensch, der über seine Körperenergie einen Verstärker spielt, ja? Sein Körper verstärkt die heilende Energie, die er auf einen anderen Körper übertragt. Das macht genau das. Also Sie haben hier für wenig Geld, unter 1000 Euro kostet das Ding, einen persönlichen Handaufleger ständig in der Hosentasche. Mhm. Jetzt kommt's. Eine Kundin hat mich mal angerufen und gesagt, du, wunderbar, ich habe das immer da ein bisschen ans Gehirn gehalten. Weißt du, was passiert ist? Ich kiffe nicht mehr. Dann sage ich, was, jetzt hast du, das alte Bekannte von mir, ich kenne die nur als Kifferin, oder? Immer Stress, irgendwo was zu besorgen. Jetzt hat sie aufgehört. Da kam mir in den Sinn, als ich das erste Mal mit diesen Geräten in Kontakt kam, vor 2 Jahren, hat dieser damalige Informant mir gesagt, weißt du, das hat in der russischen Armee, wurde das verordnet von Putin, damit die alle jetzt drogenfrei sind. Keiner säuft mehr Wodka, keiner ist mehr drogensüchtig. Das ist die erste drogensuchtlose Armee der Welt. Das die haben das im Einsatz, die wissen. Ja. Und diese Dame hat mir das bestätigt, also sie kifft nicht mehr. Andere haben mir schon gesagt, seit ich das Ding benütze, wenn ich Wein trinke, nach 2 Schluck habe ich genug. Ich kriege gar keine halbe Flasche Wein. Man trinkt ja manchmal gern so eine halbe Flasche Wein, 3 Dezibel. Viele kriegen gar nicht mehr so viel Wein rein. Ich habe auch aufgehört, Alkohol zu trinken. Ja? Also es gibt diese Löschung der Suchtprobleme. Und das Geniale ist auch, ich war mal als in jungen Jahren bei einem Handaufleger, der dir die Rauchsucht weggenommen hat, auch mit hier Nerven entspannen, dass die Dame nicht mehr kifft und mir viele Leute sagen, die Sucht geht weg. Also wer Rauchen aufhören will, bitte Milestone. Ja? Ich habe es irgendwo geschrieben in den Unterlagen, willst du suchtfrei leben mit dem Milestone, wird dir dabei geholfen. Und dass unsere Welt eine Welt ist, die alles ein bisschen Richtung Suchtmittel macht. Wir sind süchtig auf Zucker, auf Kaffee, auf irgendwelche Nahrungsmittel. Ob das sinnvoll ist, dass wir süchtig sind? Ja, für den Lieferanten und den Verkäufer schon. Aber uns als Konsument, denke ich, irgendwo hat die Sucht doch einen schädlichen Charakter. Ja, das haben wir schon alles erwähnt. Die Gigahertz-Frequenzen von 33 bis 78 sind also nicht die 5G-Wellen vom Handy. Mhm. Und was ich eben sagen wollte, das Handy hat null Einfluss jetzt auf diesen Milestone. Ja, also Leute, die sagen, ach, ich will nichts mit diesen Handyschwingungen am Hut haben. Wir können das Handy weit weglegen, es kann in der Garage im Auto liegen. Ich kann mit Schütteln den Milestone aktivieren. Sie sehen, er blinkt jetzt. Das habe ich ihn ausgeschaltet, weil vorher war reingeschaltet. Also mit Schütteln kann ich ihn auch wieder aktivieren. Und auch ohne Handy. Ja? Er ist autonom. Darum eben dieser persönliche Handaufleger. Dann diese eben Reduktion von Suchtmittel, von Suchtverhalten. Ah ja, ich fahre Auto, habe eine Kristallwasserflasche immer dabei, oder? Damit ich nicht müde werde. Aber jetzt habe ich vor kurzem Zahnweh bekommen. Ich lasse mir gerade ein paar Sachen da machen. Ja, jetzt bin ich empfindlich. Ja? Ein Schluck Kristallwasser, mein Zahnweh war 5 Minuten weg, dann kam es wieder. Wieder ein Schluck Wasser getrunken, 5 Minuten, kein Zahnweh, dann kam es wieder. Ja? Dann war die Flasche leer und ich musste noch 1 Stunde fahren. Dachte ich, muss ich jetzt 1 Stunde meinen Zahnschmerzen aushalten? Kam in den Sinn, ich habe ja den immer in der Tasche. Ja? Nehme ich ihn raus. Handy habe ich auch immer im Auto. Schalte ich ein. 10 Minuten, Zahnweh war weg. Dauerhaft? Ja. Nee, am anderen Tag kam es dann irgendwo leicht wieder, habe ich wieder hingehalten, aber nicht nach 5 Minuten kam es, sonst kam vielleicht, je nachdem, was man isst, wenn man so eine Zahnbehandlung hat, ist man eine gewisse Zeit empfindlich, bis das erledigt ist. Ja. Und ich habe festgestellt, es reduziert mir die Zahnschmerzen, es kann auch andere Schmerzen reduzieren und der Hersteller
der ist dabei, jetzt noch das Ganze medizinisch wieder zuzulassen, weil die früheren Geräte, die einzelnen, die ich gezeigt habe, waren medizinisch zugelassen in Russland sowieso. Und wir wollen auch hier in Europa oder in der westlichen Hälfte die Medizinzulassung, aber im Moment verkaufen wir es als Beauty-Artikel. Also im Internet finden Sie unter Meister und Beauty die ganzen Beschreibungen oder natürlich auf meiner Webseite. Ja. Ja, das ganze System also besteht eigentlich nur aus dem Links, dem Kabel mit dem Ladepad, dem MyStone. Ah ja, etwas habe ich vergessen, dieser Shell. Eine Funktion, die finde ich auch genial, zusammen mit unserem Kristallwasser. Wir machen ja noch Kristallwasser mit Hanföl gemischte Kosmetikprodukte. Die haben eine sensationelle Wirkung, auch um zum Beispiel Chakrenblockaden zu beseitigen. Und diese Kombination mit dem MyStone haben die schon im Programm drin vorgesehen. Das war für mich auch eine Überraschung. Die erhöht wiederum die Bioverfügbarkeit, sprich die Funktionalität von Cremen. Also wenn Ihnen der Arzt sagt, Sie auf Ihre Wunde müssen Sie die und die Creme schmieren, Zedernölcreme oder weiß nicht was, mit dem können Sie wiederum die Funktionalität verstärken und die Bioverfügbarkeit. Das heißt, ich brauche gar nicht mehr so viel Creme und es wirkt besser sogar, ja. Richtig. Oder mit weniger Creme, die länger hält. Ist doch schön, ja? Jetzt habe ich noch eine ganz tolle Information bekommen, sagen mir auch die Russen, hör mal, alle eure Nahrung, es kann sich nicht jeder leisten, Bio-Nahrung zu kaufen. Und auch bei Bio, ob Bio wirklich Bio ist, das wissen wir nicht, haben sie gesagt, mit diesem Gerät kannst du immer Wasser strukturieren. Und strukturiertes Wasser entgiftet über die Schale jede Frucht. Das heißt, die gespritzten Früchte, die schön ausschauen, sogar radioaktiv bestrahlt sind, leg sie in Wasser rein, schmeiß den Maiston rein, also Sie schauen, ich kann den da rein tun. Ja. Sie sehen, er leuchtet noch, hier auch, diese Ringe. Er geht nicht kaputt und ich strukturiere mein Wasser. Und jetzt die Strukturierung löscht alle Giftinformationen. Also es empfiehlt sich aus der billigen, sage ich mal, Supermarktnahrung, die man nicht weiß, was sie alles für Gifte hat, gespritzt ist. Man hat ja immer gesagt, wasche den Apfel, wasche das, ja. Aber die Gifte sind auch unter der Haut, ja. Und nur dieses strukturierte Wasser hat so weit eine Durchdringung, dass es alles entgiftet, was du hier ins Wasser legst. So, ich finde das noch eine sehr schöne Anwendung für dieses Produkt. Und zum Schluss, was ich auch wichtig finde, dass gibt es auch viele Geräte, die die sogenannte Lebensenergie in Bovis gemessen erhöhen. Und man sagt, also was auch wichtig ist, worauf es ankommt, die Schwingung der Nahrungsmittel immer über einem Niveau zu haben, dass sie dem Körper nicht Energie entzieht. Das lernen wir eigentlich auch nirgends. Ja? Also die Pizza ist eine Energieentziehungsnahrung. Ja, also nach der Der Pizza. Magen ist zwar voll, aber der Körper hat weniger Energie danach. Genau. Ja. Also man kann also mit diesem Gerät, nehmen wir wieder raus, die Nahrung energetisch auf ein Bovis-Level bringen, dass es Lebensenergie dem Körper zuführt. Wenn Sie jetzt sagen, muss ich kritisch nachfragen, wenn Sie jetzt sagen, ist gar nicht so teuer, unter 1000 Euro, dann werden viele natürlich die Augenbraue hochziehen und sagen, wieso nicht unter 100 Euro? Ah. Ja, das ist natürlich dann schon ein stolzer Preis, 1000 Euro, ja. Medizingeräte sind da leider noch ein bisschen teuer. Und wissen Sie, wenn ich eine Wirtschaftstheorie mit Gewinnschutz verbreite, wieso soll ich mit Preisdumping die Konkurrenz frustrieren? Andere Leute wollen ja auch ihre Produkte verkaufen, die sind dann aber 6.000 und noch teurer. Ja? Und machen auch vielleicht etwas Ähnliches. Ja? Also Also Sie halten den Preis für legitim. natürlich, ja. Und so, dass auch andere noch eine sinnvolle Preisspanne bekommen, um ihre Produkte auch am Markt. Ich bin nicht der, der sagt, ich bin im Konkurrenzkampf, ich muss alle Kunden auf mein Produkt bringen, jetzt gehe ich auf 100 Euro runter, dann sind die anderen alle irgendwann pleite. Das ist Okay, nicht die verstehe. Hohlwirtschaft, verstehen Sie? Okay, verstehe. Okay, danke für Und die ich ehrliche mache lieber Antwort. das Umgekehrte, wenn Sie jetzt schon sagen, was, über 1000 oder knapp 1000, ich habe ja zu wenig Geld. Nehmen Sie ein Euroweg-Konto, dann haben Sie genug Kredit. Also können die Leute das vielleicht auch so organisieren, ja. So ist es. Also das ist ja jetzt keine Verkaufsveranstaltung in dem Sinn, sondern Sie wollen das vorstellen, mit welchen
Möglichkeiten, Sie die, das Bewusstsein steigern können und vor allem auch von Ihren zukünftigen Mitarbeitern die Erkenntnis für Ihren ganzen Weg mit voranbringen wollen. Ganz ja? genau. Aber wer natürlich möchte, kann das natürlich auch entdecken. Das ist jetzt noch nicht diejenigen, die nur dem Humanweg nachgehen, sondern für alle, die sich da irgendwie angesprochen fühlen. Ich stelle das in diesem Kontext gerne vor, wenn unsere Humanbewegung politisch was zu sagen hat, ja, was wir sicher nach 4 Jahren Aktivität davon ausgehen können, dann haben wir eine sehr bewusste medizinische Schiene mit Fachkräften, die nicht mehr des Geldes wegen uns krank hält, so wie man ja sagt, der Arzt, der hält dich zwischen Leben und Tod in der Schwebe, damit er lange lebe. Ja, finde ich nicht unbedingt bruttosozialproduktkonform und fördernd. Weil wir brauchen auch nicht mehr uns nach dem Bruttosozialprodukt auszurichten, ja? Sondern der Sinnhaftigkeit mit möglichst wenig Menschen, möglichst viel Wohlstand schaffen, aber gerecht verteilen an alle. Und da wollen wir keine kranke Gesellschaft. Was soll da eine kranke Gesellschaft? Wir brauchen gesunde Menschen und das wollen wir mit als Gesamtpaket anbieten. Die gesunde Humanwirtschaft. Prost. Darauf trinke ich einen. Vielen Dank für dieses tolle Wasser. Also ich fühle mich wirklich ein bisschen besser wie vorhin. Ich hatte heute so ein leichtes Zwicken, als ich aufgewacht bin. Und, aber jetzt fühlt es sich ein bisschen besser an. Vielleicht will ich es auch einfach haben. Ne? Aber rein subjektiv habe ich gerade ein sehr gutes Gefühl. Freut das mich. Hängt aber auch damit zusammen, dass wir wieder mal ein ganz tiefes Thema einsteigen konnten. Also danke fürs Gespräch, danke fürs Kommen. Also freut mich immer wieder, wenn ich in diese ganz neue Ebene einer anderen Welt einsteigen darf. Und ja, ich würde mir wünschen, wenn Sie das damit erreichen, was Sie vorhaben. Nicht nur, dass Sie es unter die Leute bringen, sondern dass sich auch ein gewisses neueres Bewusstsein dadurch entwickelt. Sehr schön, ja. Danke, mache ich gerne. Ja. Also man kriegt immer das, was man zu seinem, ich sage es nochmal, göttlichen Plan braucht. Ja. Ich wäre nie in diese Produkte involviert hineingefallen, ja. Hätte es nicht einen wichtigen Bestandteil im Gesamtkontext Humanwirtschaft. Eine für Lichtwesen konzipierte Wirtschaftstheorie, die nicht auf Krankheit und Umsatz auf Teufel komm raus basiert. Mhm. Ja? Schöner kann man es nicht ausdrücken. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Klausner. Alles Gute, guten Heimweg und schönen Gruß an zu Hause. Ja? Danke, gleichfalls. Ja, liebe Zuschauer, ich sage danke fürs Interesse und für all diejenigen, die die Produkte von Herrn Klausner näher kennenlernen wollen. Auf der eingeblendeten Internetseite könnt ihr alle weiteren Informationen dazu finden. Ich sage viel Spaß beim Entdecken und vor allem freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal hier wieder bei uns dabei seid. Bis dahin, alles Gute.